Es gibt inzwischen einige 360-Grad-Kameras für Foto und Video, aber gibt es einen Trend zu 360-Grad-Videos? Eher nicht, weil kaum einer Lust hat, sich so eine Brille aufzusetzen. Insta360 geht mit ihrer One X jedoch einen anderen Weg. Sie beschreiben die Kamera eher als Actioncam. Sie filmt alles um dich herum und nach der Aufnahme wählst du den Ausschnitt. Und das klingt spannend, oder? Zusätzlich soll der Flow Stage Stabilisator richtig gut funktionieren. Also, hält die Kamera, was sie verspricht? Das erfährst du hier und heute in diesem Video. Viel Spaß! Eine 360-Grad-Kamera, wie funktioniert das? Also letztendlich sind hier zwei Sensoren drin, einer in die Richtung, einer in die andere Richtung und auch zwei Objektive, jeweils zwei Fischaugenobjektive, die für sich genommen in jede Richtung etwas mehr als 180 Grad aufnehmen. Und das wird dann entsprechend am Smartphone oder am Computer zusammengerechnet zu einer 360-Grad-Aufnahme. Ihr habt eine 18-Megapixel-Fotoauflösung und was interessant ist, die Videoauflösung ist kaum darunter. Es sind 16 Megapixel, die für Video genutzt werden oder als 5,7K bezeichnet. Sprich, jeder Sensor nimmt für sich 4K auf, 8 Millionen Pixel und insgesamt sind 16 Millionen Pixel. Aber das habt ihr natürlich nur als 360 Grad zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr einen Ausschnitt nimmt, könnt ihr froh sein, Full HD noch zu haben. Und das ist das Ziel in der Regel zu sagen, ich habe Full HD als Videoauflösung, wenn ich einen Ausschnitt wähle. Und das kann ich natürlich mit einer 5,7K Kamera besser, als wenn ich nur eine 4K 360 Grad Kamera hätte. Fangen wir an mit dem Gehäuse. Ich finde, sie liegt gut in der Hand, ist ganz griffig. Finish ist ganz schön gemacht. Der USB-Anschluss, der liegt offen. Das finde ich, muss man ein bisschen aufpassen mit Staub und so weiter. Aber das finde ich nicht so schlimm. Finde ich besser als diese kleinen fummeligen Klappen. Und auf der anderen Seite ist auch keine Fummelei. Also Klappe auf, Akku raus, Akku wieder rein. Also das ist entsprechend ganz gut gemacht. Die Laufzeit vom Akku sind 60 Minuten in hoher Auflösung, also in 5,7K Video. Könnte man drüber meckern, ich meckere nicht drüber. So eine hochauflösende Kamera, die so klein ist und da hält er so lange. Also ich kam mit dem Akku einen ganzen Tag zurecht. Ich habe am Anfang gedacht, da braucht man bestimmt einen zweiten Akku. Bei mir hat es gereicht ohne zweiten Akku. Und wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid, was ihr ja auch machen könnt, ihr könnt auch so eine Powerbank mitnehmen und die unterwegs entsprechend immer laden. Sicherheitshalber könnt ihr auch einen zweiten Akku natürlich nehmen, aber für mich reichte das mit einem Akku völlig aus. Die Speicherkarte ist hier unten etwas versenkt. Wenn man die das erste Mal einlegt, also man braucht ein bisschen Fingernägel, damit man die reindrücken kann und auch zum wieder rausholen entsprechend. Also nicht gerade frisch geschnittene Fingernägel nehmen oder ihr nehmt ein anderes kleines Werkzeug. Das ist ein bisschen fummeliger, aber auch das finde ich völlig in Ordnung. Wo ihr aufpassen müsst, und das ist bei allen 360-Grad-Kameras leider so, die Objektive liegen natürlich offen und die sind ein bisschen weiter vor. Das heißt, egal ob ihr die auf den Tisch stellt oder auf ein Stativ verwendet, sobald die umfällt, ist fast egal in welche Richtung, die Wahrscheinlichkeit, dass die Linse getroffen wird, ist sehr, sehr hoch. Da finde ich es ganz gut, dass so eine kleine Neoprentasche mitgeliefert wird und die würde ich auch nutzen. Ich habe das in der Praxis zum Beispiel so gemacht, dass ich die tatsächlich umgehängt habe. Ich hoffe, ihr hört jetzt noch was. Und immer dann, wenn ich sie zum Beispiel auf ein Stativ gesetzt habe, dann habe ich sie direkt in der Neoprentasche genommen, rausgezogen und direkt danach auch wieder reingenommen. Und normalerweise mag ich so Umhängetaschen oder Schlüsselanhänger oder so weiter gar nicht. Aber ich sag mal, zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich die aber immer genutzt, damit ich sie kurz vorher erst raushole. Gleichzeitig reinigt sie noch so leicht die Linsen. Und wenn ich dann wieder weitergegangen bin, dann habe ich sie halt wieder so verstaut. Also von daher finde ich die Tasche auch ganz gut gelungen und nützlich. Bedienen könnt ihr die Kamera entweder direkt über die Tasten an der Kamera oder über Smartphone. Gerade wenn ihr Grundeinstellungen macht und so weiter, würde ich auf jeden Fall Smartphone nehmen. Die App ist sehr gelungen, die Verbindung funktioniert gut, es ist eine schnelle, flüssige Verbindung, es ist leicht aufzubauen, es geht schnell, ist bei manchen anderen Kameraherstellern ja durchaus ein Desaster. Ihr könnt sämtliche Einstellungen auch über die beiden Tasten direkt am Gerät machen. Das mache ich aber nicht. Also die Grundeinstellungen mache ich mit dem Smartphone. Die eigentlichen Aufnahmen, da verbinde ich nicht mit dem Smartphone. Es geht zwar auch mit dem Live-Bild, aber das reicht mir völlig aus, dass ich sage, ich lasse die kleine Taste etwas gedrückt, dann schaltet sich die Kamera ein. Dann ist sie standardmäßig im Fotomodus, drücke ich nochmal die kleine, dann wechselt sie in den Videomodus und dann starte ich das Video mit der großen Taste. Er piept, die Zeit läuft. Und ihr seht das auch am Blinken hier unten. Und zum Stoppen drücke ich nochmal drauf,
Und dann ist das Ganze gestoppt. Kritikpunkt, das Display lässt sich jetzt gut sehen letztendlich. Ich mag das auch vom Design her, aber bei Sonnenlicht ist dieses OLED-Display einfach wirklich 0,0 zu sehen. Es funktioniert trotzdem mit der Aufnahme, wenn man sich die Reihenfolge gemerkt hat, zumindest wenn ihr Video machen wollt, dass ihr halt wirklich die länger gedrückt lasst. Nochmal drückt, Wechsel auf Video, Startknopf drückt. So, wenn ihr ein bisschen wartet und jetzt zwischen den einzelnen Videoaufnahmen, da geht die Kamera in den Standby. Das heißt, wenn ihr dann den Startknopf drückt, passiert gar nichts und dann drückt man halt nochmal und dann fängt ihr erst mit dem Video an. Also darauf muss man halt so ein bisschen achten, weil bei Sonnenlicht schlecht was zu sehen ist oder ihr geht kurz in den Schatten, guckt, nimmt sie auf und geht dann los. Also das ist durchaus ein Verbesserungsvorschlag für die nächste Kamera. Ich konnte trotzdem mitleben. Also wenn es einen Kritikpunkt gibt an der Kamera, dann ist es das OLED-Display. Die Fotoqualität ist gut, wobei ich nicht viel fotografiert habe, eher aus Versehen, weil ich auf die falsche Taste gekommen bin. Für mich ist das in erster Linie eine Videokamera und es gibt drei Dinge, die die Kamera für Video so richtig, richtig spannend machen. Das eine ist die hohe Videoauflösung von 5,7K. Das ist genug Auflösung, um wirklich nachträglich über die App zum Beispiel einen Ausschnitt zu wählen und immer noch eine gute Schärfe zu haben, bis Full HD zum Beispiel. Über die App würde ich gehen, wenn ihr wirklich, ich sag mal, ihr macht ein TikTok-Video oder für Instagram oder alles das, was ihr über Smartphone wirklich auch teilen wollt, Facebook zum Beispiel. So, die App funktioniert super, ihr könnt Videos schneller laufen lassen, langsamer laufen lassen, sehr, sehr einfach und schön von der Bedienung. Ihr könnt wählen wirklich, in welchen Ausschnitt ihr wählt, entweder mit dem Finger oder indem ihr einfach irgendwo hinguckt. Über den Computer, da gibt es ebenfalls eine Software, da würde ich gehen, wenn ihr wirklich für die größere Auflösung für den Fernseher wirklich Full HD haben wollt, da habt ihr nochmal etwas schärfere Ergebnisse als bei der App. Das war der erste Punkt, also die Auflösung. Der zweite Punkt ist für mich der Stabilisator. Und der Stabilisator arbeitet wirklich richtig, richtig gut. Ihr könnt wirklich Action-Szenen damit machen und dadurch, dass ihr ja nur einen Ausschnitt nimmt und hat die Kamera das 360-Grad-Material sehr viel zur Verfügung, um das Ganze zu stabilisieren, klappt sehr, sehr gut. Und die dritte Variante, das dritte, was ich richtig, richtig gut finde, wenn ihr das unsichtbare Selfie, den Selfie-Stick nehmt, den würde ich, das ist jetzt das Bullet-Time-Set, wenn ihr die Kamera kaufen solltet, würde ich gleich das Set nehmen mit dem Stativ. Ihr könnt zwar auch andere Stative nehmen, aber da habt ihr oft das Problem, dass die Platte hier oben zu groß ist und dann ein bisschen was ins Bild ragt. Bei dem Stativ ist es tatsächlich so, wenn ihr das so verwendet, man sieht nichts, ne? Also ihr haltet die Kamera am besten nicht so ausgestreckt halten, sondern relativ locker halten. Dann fragt sich jeder, wie ist das Video entstanden, weil man sieht halt nicht, wo die Kamera gerade ist. Und das ist aus meiner Sicht wirklich so, die drei Punkte machen das zu einer super spannenden, ich sag mal, B-Roll-Kamera, also Zusatzkamera. Das Spannendste an der Kamera aus meiner Sicht ist, dass ihr Aufnahmen machen könnt, die sonst noch keiner so gemacht hat. Ist ein bisschen für mich so wie damals, als so die erste GoPro auf den Markt kam. Da wurden auf einmal Sachen gedreht, die vorher so nicht gedreht wurden. Und Ähnliches sehe ich jetzt bei der Kamera. Ich habe jetzt schon so einige Aufnahmen gesehen, egal ob das nun bei Tanzen ist, bei Sport, wo man einfach auf einmal einen ganz anderen Winkel bekommt, ganz andere Möglichkeiten hat. Und das ist genau das, was so die Kamera für mich auszeichnet. Ist ein bisschen auch wie Drohnenaufnahmen, nur eine Drohne habt ihr halt in der Luft und ihr könnt nicht überall fliegen, im gesamten Berliner Stadtgebiet zum Beispiel nicht. Und bei der Kamera könnt ihr durchaus drohnenähnliche Aufnahmen erstellen. Also es ist wirklich so eine schwebende Kamera. Mit einem richtig tollen Gimbal sozusagen, weil es alles so schön stabilisiert ist. Ob die Kamera dich jetzt verfolgt oder gerade ausguckt oder dich anguckt, das entscheidest du alles später. Und das kannst du alles nachher einstellen und das, finde ich, macht die Kamera so spannend. Was könnt ihr so einstellen? Also 5,7K habe ich schon gesagt, ihr könnt aber auch 4K in 50p oder 60p einstellen, halbe Geschwindigkeit und dann habt ihr immer noch eine ganz gute Auflösung für Zeitlupe. Ihr könnt auch eine größere Zeitlupe bis 100p einstellen, aber dann wird schon etwas pixeliger, aber dann habt ihr wirklich so eine Vierfach-Zeitlupe. Was auch eine ganz interessante Funktion ist, habe ich nur einmal ausprobiert und dann nicht wieder und ich werde es auch nicht zeigen, das ist Bullet Time und dafür gibt es auch dieses Stativ. Ich zeige es deswegen nicht, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass ihr euch die Kamera kaputt macht. Also da wirklich sehr mit Vorsicht zu genießen. Das geht zum Beispiel damit, das geht aber auch, wenn ihr das Bullet Time Stativ nicht habt, da ist so ein Bändchen dabei und dann schleudert ihr die Kamera rum.
Und hier ist es halt ähnlich. Ihr könnt das natürlich ausfahren. Zack, na, geht schon lose. So, jetzt ist lose. Und dann könnt ihr das Stativ entsprechend ausfahren. Und dann könnt ihr eine Action-Szene machen. Ihr springt durch die Gegend, macht einen Salto und dabei schleudert ihr die Kamera rum. Und dann könnt ihr wirklich eine geniale Zeitlupenaufnahme machen, wo die Kamera, obwohl sie um euch rumfliegt, immer auf euch gerichtet ist. Sieht sehr geil aus, aber wirklich mit Vorsicht zu genießen und Gefahr durchaus für die Kamera. Weitere Einstellmöglichkeiten, ihr könnt auch Lock einstellen, das habe ich jetzt mit der Kamera nicht gemacht. Also alles war in dem normalen Videoformat, was ich gezeigt habe. Lock ist etwas flacheres Profil, da könnt ihr nachträglich noch mal ein bisschen mehr an den Farben machen, graden letztendlich, wie das ja heißt, um nachträglich ein bisschen mehr zu machen. Also das ist auch eine Einstellmöglichkeit in der Kamera. Die Übertragung zum Computer, einfach mit dem USB-Ladekabel oder ihr könnt auch per Wi-Fi auf Smartphone übertragen. Ich empfehle trotzdem, das per Kabel zu machen, direkt aufs Smartphone. Das ist etwa die doppelte Geschwindigkeit. Kabel werden mitgeliefert, diese kleinen, also sowohl für Android als auch für Apple iPhone. Die Software ist eigentlich das, was die Kamera so richtig genial macht. Also sowohl die App für Smartphone als auch für den Computer. Sie ist schön einfach zu bedienen. Ihr könnt wirklich schön den Blickwinkel wählen und das entweder live als Steuerung mit dem Smartphone oder ihr wählt Pivot Points. Also das ist richtig, richtig gut gemacht. Was noch wünschenswert wäre, wäre, dass diese Timeshift-Funktion, also was schneller und dann wieder langsamer laufen zu lassen, was in der App geht, wenn das auch in der Software am Computer gehen würde, weil es dann nochmal etwas besser von der Qualität wäre, als wenn man alles über das App macht. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft. Das kommt vielleicht noch. Mehr über die Software seht ihr, wenn ihr auf das i klickt. Ich habe ja ein Hyperlapse-Video gemacht, da habe ich etwas ausführlicher über die Software gesprochen. Mein Fazit, die Kamera macht auf jeden Fall richtig Spaß und sie ist wirklich genial als Actioncam. Aber im Gegensatz zu anderen Actioncams, die halt nur in eine Richtung filmen, die Kamera ist natürlich nicht so stoßgeschützt. Vielleicht ist es eine Option, das Tauchgehäuse zum Beispiel dazu zu nehmen, aber es kostet natürlich nochmal extra. Nicht nur zum Tauchen oder zum Schnorcheln, sondern auch, um sie einfach vor Stößen zu schützen. So, es ist jetzt die neue Videokamera, also die einzige, die man braucht. Das wohl eher nicht. Ich sehe sie eher so als zusätzliche Kamera, gerade wenn ihr sonst auch gerne filmt, um einfach neue Möglichkeiten zusätzlich zu schaffen. Zur Eingangsfrage, hält die Kamera, was sie verspricht? Ja, das tut sie. Stabilisator arbeitet super, das ganze Handling ist gut und so kleine Schwächen entsprechend wie das Display, was man bei Sonnenlicht nicht erkennt, sei ihr verziehen. Und was mich von dir jetzt interessiert, welche Kamera soll ich als nächstes testen? Schreib doch mal in die Kommentare. Und was mich auch interessiert, was sagt ihr allgemein zu 360 Grad? Ist das ein Thema der Zukunft? Oder ist das ein Thema der Zukunft, dass man sagt, ich filme in 360 Grad und wähle dann einen Ausschnitt? Findest du das interessant oder eher nicht? Interessiert mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.